Hallihallo Leute, willkommen zurück bei Battle Brothers. Ich bin wie immer, was soll ich mal sagen, Band of Brothers. Klingt irgendwie so ein bisschen dämlich. Ja, wir sind wieder hier, haben wir letztes Mal hier oben das erste uns mit Orks angelegt, haben jetzt unsere ganze Ausrüstung letztes Mal noch vorbereitet gehabt zum Reparieren. Wie lange brauchst du denn zum Reparieren? 17 Stunden, schön, dass es mittlerweile dran steht. 41 Stunden, bis alle geheilt sind. Okay, Supplies reichen alle noch. Supplies, Supplies. Und es geht weiter. Da kriegen wir unser Gang. Ich lese mir das jetzt nicht immer alles durch, was der dann Flufftext hat, auch wenn der teilweise cool gemacht ist. Da oben ist was, wo ich mich gleich mit beschäftigen will. Und ich habe Dinge fertig geladen. Teilweise blendet Steam das nicht ein aus. Das ist schön. So, Haufen Kleinzeug. Geld ist da, deswegen stocken wir hier mal wieder auf. Außerdem will ich nochmal beim Anheuern gucken, weil wir haben ja ein, zwei Leute verloren. Jamilitin, du bist Militia. Ich glaube, das ist tatsächlich eine vernünftige Idee, den mitzunehmen. Außerdem sollte ich mal schauen, was hier steht, ob da noch Hinweise auf die Eigenschaften gibt. A militiaman like Ben is only raised in times of need. While being with proper training, there was no Second soldiers. Oh, and found his town has been burned to ground. Klingt nicht schlecht. Schauen wir mal, was der machen kann. Er hat nur Militia-Background, was so gut ist. Hat eine Axt und ein Schild und eine kleine Rüstung. Kriegst schon mal ein besseres Schild. Wir haben leider keine besseren Rüstungen mehr über. Und wir müssen auch hier unsere Rüstung erstmal wieder anziehen. Da wir ja gerade gesehen haben, dass da oben eine Gruppe ist, mit denen ich mich unter Umständen anlegen will. Challenging Hunting Pack. Ah, unter Umständen vielleicht auch doch nicht. Ich denke, wir gehen dazu über, doch die Sachen erstmal weiter zu reparieren und denen aus dem Weg zu gehen. Oh cool, er lässt die markiert zum Reparieren Markierung drauf. Wenn es noch nicht fertig ist, das ist natürlich nicht schlecht. Was möchtest du denn? Kill Hunting Pack. Nein, du bezahlst dafür zu wenig, als dass ich mich mit einem Challenging-Team mit einem verletzten Status anlegen möchte. Ich denke, wir reisen hier erstmal wieder weg. Auch wenn ich es cool finde, dass man bei so etwas da zum Beispiel halt, dass man solche sieht. Und ich weiß, ich habe mittlerweile mir ein bisschen auf der Seite der Entwickler mich ein bisschen umgeguckt. Zum einen haben sie gerade kurz bekannt gegeben, sie haben durch den Early Access so viel eingenommen, dass sie jetzt Vollzeit an dem Spiel arbeiten. Vorher haben sie es wohl in ihrer Freizeit 2 Jahre lang dran gearbeitet. Und mittlerweile haben sie bekannt gegeben, wir werden da jetzt Vollzeit dran arbeiten, was ich persönlich natürlich begrüße, weil das heißt, das Spiel wird wahrscheinlich weiterentwickelt und besser werden. Und das nächste, woran sie entwickeln, sind Events, sprich, einem sollen zwischendurch Dinge begegnen und sowas, was natürlich auch ziemlich verlockend klingt. Hier mal was mit die ganz teuren möchte ich mir eigentlich noch nicht leisten. Die sind nämlich teuer. vielleicht noch eine coolere Waffe für den? Ich weiß, ihr wart schlecht. Der X. Fighting X. Nee, das überzeugt mich alles noch nicht. Aber ein größeres Schild. Ein Wundenschild ist ja schon nicht schlecht, aber das hier ist halt die deutlich bessere, wa? Shortsword. Er hat halt eine Handaxe, die ist soweit auch erstmal okay. So, was möchtest du? Race Bloodwolf's Court. Für 900. Das klingt ehrlich gesagt auch recht challenging. Da gehen wir, glaube ich, lieber erstmal wieder hier weg und warten, dass sich unsere Sachen reparieren. Dafür wandern wir mal darüber, dann haben wir das bis dahin hoffentlich repariert. 8 Stunden. Ah, sollte wohl passen. Wie gesagt, ich freue mich sehr auf Events, weil es ist halt gefühlt noch so ein bisschen leer in der Welt. Man hat so das Gefühl von, hier ist ja noch gar nichts richtig los. Das ist irgendwie, man hat so ganz vielen Stellen, dass man sich denkt, ha, da könnte jetzt irgendwie, wenn hier ein bisschen mehr wäre, wäre das deutlich cooler. Wenn ich jetzt irgendwie hier was begegnen könnte, wenn einfach zwischendurch mal was passiert. Das Ding ist ja besser. Wenn ich noch irgendwie. Warum hast du auf einmal kein. Oh, ich hab hier die falsche Rüstung verteilt. Das erklärt natürlich einiges. Du sollst das wiederbekommen. Und dann greifen wir hier die Punny Bandits an. Die wahrscheinlich gerade vor uns wegrennen. Slightly. Halt jetzt hier hinterher.
Ich weiß nicht, ob wir da schneller sind oder nicht. Ich hoffe aber einfach mal. Ne, kriegen wir nicht. Dann holen wir uns hier doch Duell das. Slightly weaker sollte ja wohl schaffbar sein. Und wie gesagt, ich würde mich freuen, wenn da sowas passiert, wie du wirst da zwischendurch irgendwie überfallen oder so. Oder, das, oder ähnliche Sachen. Some young orcs. Aber hier sieht die Fläche wieder frei genug aus, dass man im Kampf tatsächlich eine gute Formationschance hat. Auch wenn es gerade mitten in der Nacht ist, was nicht gerade super ist. Oh, du hast gar kein Schild. Richtig, wir haben vergessen, dass wir dich mit einem Schild ausrüsten müssen. Wir sind schon auf einer Position hier ziemlich hoch. Daher warten wir einfach ab, dass die Orks nach vorne kommen. Und öffnen das Feuer. Yeah. Ach, der kommt an den nicht dran. Kann auf den hier 29% daneben. Schade. Ich denke, 2x39 kann man probieren. Hm, leider nicht. Und einen Schritt nach vorne. Und draufhauen. Jetzt wird wahrscheinlich ein bisschen was noch mit ihm in Kontakt kommen können. Vielleicht. Je nachdem, was sie machen. Insgesamt sind es 6 Stück. Okay. Und daraus können wir immer noch zuhauen. Treffen aber leider nicht. Schade. Und der hat leider auch nicht getroffen, aber er hat ja echt gleich eine gute Chance gehabt. Ich hoffe, dass ich, wenn ich irgendwo ein Level up habe, dann halt ich mal AP dazu bekomme, weil die brauchen wir halt recht dringend. Den hier, das ist der. Oh, schade, er hat es überlebt. Da haben wir also noch einen übrig. Der hat ein bisschen rumhüpft und wir sind als Erste wieder dran. Gut. Wir gehen nur dahin, dann können wir nämlich noch angreifen. Genau das. Ich ziehe mich nach vorne, du wirst halt nicht mehr angreifen können, leider. Du gehst hier unten hinter die Flanke sichern, bis wenn der kommt. Das geht doch. Bam. Und dem Rest der Leute direkt die Moral mit abgezogen. Sweet. Und oh, den auch noch getroffen mit der 17. Das war mehr so ein, ah, wir versuchen es halt, weil wir es können. Nicht, weil wir erwarten, dass es trifft. Ah, das hätte schief gehen können. Ja. Lass meine Rüstung halt, du Sau. Wie viel brauchst du dafür? 5. Ah, schade, nicht getroffen. So, unsere Ritter hier. Weiter nach vorne. Ah, 73 hätte man ja wohl mal treffen können. Jetzt kommen leider die Orks dran. Der tut zum Glück nichts. Er greift da an, ja, das hatte ich befürchtet. Und er hat mich leider auch gestunt bekommen. Und er mich da auch. Oh, ich hasse diese Stun-Effekte, ja. So, Bogenschütze. Kommt hier an niemanden dran? Okay. Dann lass du mal irgendwie hier unten hin, damit du in der nächsten Runde vielleicht was machen kannst. Ich hätte ja gerne irgendwie was gemacht, um mich in Position zu bringen, um dem da unten nochmal zu helfen. Aber ich befürchte, das werde ich halt nicht machen, ohne aus einem Kampfzone rauszukommen. Und das bringt mir halt nichts. Also müssen wir hier wohl oder übel weiter draufhauen. Bis wir hier jemanden tot haben, dann agieren können. Schade, der möchte nicht. Ah, der trifft leider auch nicht. Er ist immer noch paralysiert. 5%, 15%, das kann man probieren. Oh, und treffe tatsächlich sogar seinen Kopf. Das ist ja nicht schlecht. Ich kann einfach partout nicht auf den schießen. Wie so wenig Reichweite oder was? Ja, scheint so. Scheint einen doofen Bogen zu haben. Tja. Wow, krass. Wir machen hier oben richtig Schaden gegen die. Boah, wow, der trifft auch. Oh Mann. Ich gar nicht zugetraut. Oh, der haut ihn auch sehr schön. Kann jetzt leider uns nur so bewegen, dass wir nicht nochmal zuhören können, aber wir können halt hier oben den Ork schön umrunden. Und dem richtig wehgetan. Jetzt darf er da nochmal zuhauen. Jetzt holt sein Schild hoch, das ist gut. Jetzt gehst du da unten deinem Freund mal zur Hilfe. Und der ist noch dran. Hält sein Schild hoch, haut einmal zu. Alright.
Wahrscheinlich würde ich selbst auch ein bisschen mehr aushalten mit meinen Jungs, wenn ich nicht jedes Mal, also wenn ich auch zwischendurch den Schild hochhalten würde, aber ich bin dafür meist ja, mich so zur Position zu bringen, dass wir einfach mit Zuhauen hier erfolgreich sind, hoffentlich. Der ist down. Aber du gehst da nicht mehr mit ran, weil du wirst die Sohle eh nicht zu Ende dahin kommen. Oh yeah, unser Hexenjäger hat ihn erwischt. Keinerlei Verluste, ein bisschen Schaden halten, ja, okay. Ein bisschen crappiges Ork-Loot. Sweet. Check. Oh, oh cool, Level Up sogar. Level 3. Lebenspunkte, Angriff, Initiative. Wir sind immer schön schnell, das ist nicht schlecht. Wir brauchen hier 3 Stück, damit wir dort was freischalten können. Was war das hier nochmal? Stunt. Ja, perfekt. Ich denke, wir probieren das einfach mal, weil es das Einzige ist, was davon noch irgendwie sinnvoll erscheint. Ja, ist ein bisschen beschädigt, aber nicht weltbewegend viel. Unser Bogenschütze hat hier, ist hier weitergekommen. Bogenangriff auf jeden Fall, Lebenspunkte, Initiative, klingt gut. Perks, du hattest das mit den mehr Erfahrungspunkten. Nehmen wir uns noch das. Auch wenn wir uns da quasi ein bisschen über Gebiete verteilen, aber egal. Jetzt gut, du brauchst immer noch wieder ein Schild. Und deine Kappe muss repariert. Ja, verdammt. Ich bin nicht so gut, dass man mit Rechtsklick auf Dinge die reparieren kann. Das geht hier leider nicht. Dich möchte ich, glaube ich, auch mal reparieren. Du klingst halbwegs nutzbar. Headshopper. Ich glaube, sowas reparieren wir uns auch mal, auch wenn ich nicht glaube, dass wir damit wirklich gut sein werden. Oh, naja. So, du, mein Freund. Auf jeden Fall Fernkampfangriff. Massig mehr Lebenspunkte. Und ich glaube, du kannst das gebrauchen. Auch hier Rüstungsdurchschlag. Ist halt okay von der Ausrüstung her. Du auch. Und Level hoch. Und dir geben wir mehr HP. Und deine Ausrüstung muss hier auch repariert werden. Das mal beiseite. Ich weiß, dass das nachfährt. Dass das jemand irgendwie gehört, der das gerade benutzt. So, geht doch. Und da wollte ich weiterhin. Wahrscheinlich haben die auch schon zu irgendeiner Mission gehört, aber wir haben es halt so schon mitnehmen können, was natürlich nicht schlecht ist. Leider gibt es für die Reisen hier keinen Fast-Forward-Button. Wenn ich Plus und Minus drücke, macht es mich nur schneller, aber mehr auch nicht. Nicht schneller, du zoomst nur rein und macht mich nicht schneller so rum. Was natürlich cool wäre, wenn ich hier so die Reisen ein bisschen beschleunigen könnte. Langsam wird es wieder hell. 14 Stunden noch, oh Mann. So. Einen davon wollte ich behalten, nicht wahr? Aber da haben wir auch einen voll ausgebaut, das ist also okay. Die Axt behalten wir. Wir haben eine volle Keule, das reicht also auch. Jetzt hast du hier eigentlich nur Supplies. Tatsächlich haben sie auch wieder einen Militia. Retired Soldier. Once a retired soldier in the army for the local lord. From service after taking an arrow to the knee. Das ist eigentlich ein Begriff dafür, dass man geheiratet hat. Help sent of a militia drill barking, his life never felt so quiet. Only when hearing rumor of a large invasion, instead he picked up his arms. Oh, probably his best days alone. Also er ist recht alt und auch recht teuer. Das ist für mich nicht so interessant. Reach City of Ulmen für 210. Ja, das ist okay. Das sind so Sachen, wo man nicht zwangsweise erstmal kämpfen muss. Wir müssen nur schauen, wo Ulmen war. Ich glaube, das war das hier unten, wo wir gestartet haben, genau. Also eine recht lange Reise dafür vor uns. 22 Tage, 7 Tage. Wir brauchen mehr Geld. Und eindeutig mehr Geld. Verlieren wir pro Tag 99. Ja, das heißt, wir dürfen uns maximal 2 Tage Zeit lassen mit der Reise, was aber funktionieren sollte. Also wir werden da quasi einen kleinen Gewinn rausschlagen können.
Ogbane. Könnten hier natürlich vorbeischauen, ob sie etwas Interessantes haben. Wahrscheinlich aber nicht. Also sie haben halt gute Rüstung, aber die kann ich mir halt nicht leisten. Rüstung ist schon wieder heile. Sollten wir schon mal wieder anlegen. Wer war denn das? Wer war denn das? Wer war denn das? Der hier. Und er hat den tierischen Zottelkopf. Ohne Helm. Ganz dringend Zeit, dass wir den Helm wieder heile bekommen. Und schwupp. 35 bis 45. 30 bis 55. Wir haben sonst noch keinen mit einer Keule, oder? Wir haben recht viele Äxte. Aber ich glaube, wir legen hier mal eine Keule an. Einfach weil wir es können. Sehr schön, wir sind da. Es gibt hier gar nichts zum Craften. Von Leuten, die interessant sind. Swordsman, ja, du klingst super, aber danach werden wir wahrscheinlich pleite von dir und 25 pro Runde nimmst. Oh Mann, der muss dafür richtig gut sein. Wir schauen mal lieber hier. Reach Eckhalshorn für 130. Nee, ich will schon was, was ein bisschen Geld gibt. Find Ancient Graveyard für 190. 250. Find Wither Duke's Coven. The Forest East of here. Do not enter it or get any such ideas. Okay, wir sollen das also nur für ihn finden. Aber nicht reingehen. Ist natürlich nachts ein bisschen schwierig, sowas zu finden. Ich hoffe einfach mal, Leute, dass das dieser Wald hier. Bon Samuel. Das ist aber nicht das, was wir suchen. Das heißt, wir können es da trotzdem reinwagen. Weil wir suchen ja The Withered Duke's Coven. Wiedergänge. Richtiger Wiedergänge und viele Ghule. Es ist ausgerechnet. Ich habe noch nie gegen Untote gekämpft, deswegen will ich das jetzt ausprobieren. Auch wenn ich mir nicht sicher bin, ob das eine intelligente Idee ist. Aber wir hatten ja alle Rüstungen wieder dran und wir haben 13 von denen. Na, heilige Witzka. Ich hoffe, die sind nicht allzu stark. Weil die scheinen allesamt keine Rüstung und sowas zu haben. Was den Kampf gegen sie ein bisschen vereinfachen sollte. Und sie kommen auch netterweise schön weit nach vorne. Ghoul, 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 Ghoul. Ghoul scheint das Kleinzeug zu sein. Wir warten mit denen in der ersten Runde noch ab. 15% Trefferchance, wow. Und 30, weil wir zweimal schießen konnten. Das sieht doch schon besser aus. 9% Heils sind die schlecht zu treffen. Und zwar nur 14, aber ich hoffe, dass wir den treffen und direkt töten. Nein, tun wir nicht. Okay, dann darfst du das machen. Mal dafür mal dorthin. Und haust den direkt zu Brei. Sehr schön. Und du tust dem gut wieder oben. So kommen die Wiedergänger. Hier bewegen wir unsere Formationsleiste mal vor. Machen wir dann einen Schildwall an. Leider stehen wir noch nicht darauf. Das wäre eigentlich wichtig. Deswegen wirst du mal eingehen, dass wir unter Umständen mit einem Höhenvorteil arbeiten können. Da sind die Wiedergänger. Die haben ein bisschen was an Rüstung, aber auch alles schon beschädigt. Ich erwarte auch nicht, dass wir viele coole das Loot von bekommen. Jetzt sind die ganzen Ghule zuerst dran. Naja, was? Wollen wir mal sehen, was die können. Keiner von denen traut sich wirklich an uns ran bisher. Was durchaus okay ist für mich. Ist, wo stellen wir uns hier zum Kämpfen hin? Wir bewegen uns erstmal nach vorne, einfach nur.
Cool, wir haben stattdessen den Enter getroffen und fast ganz gekillt. Nice. 21, 2. Den hier zur Auswahl. Den musst du noch schon wieder nachladen. 6%. Wow. Wir bräuchten. Wir können uns ein Stück bewegen und theoretisch gesehen sogar noch ein Stück. Das möchte ich aber noch nicht. Gehen dann lieber wieder ein Stück runter, damit er nicht getroffen werden kann. Wir haben gleich noch einen größeren Ritter, der mit besserer Rüstung ist. Den will ich dann nach vorne stellen. Du nimmst jetzt erstmal den hier auseinander, hoffentlich. Ja, fast. Da ist ein Feld, da ist ein Feld. Ja, die gehen hier noch nicht an uns ran. Egal, wir müssen die jetzt angreifen. Sonst wird das ja auch nix. 34, das klingt doch gut. Leider nein. Und hier ist der große Ritter, der jetzt in den Nahkampf geht. Und den schon mal wegprügelt. Yeah. Leider dann aber nichts mehr machen kann. So, und du darfst den. Schade, hätte klappen können. Da kommt ein Wiedergänger, da kommen noch mehr Wiedergänger. Der kann auch theoretisch aus der zweiten Reihe angreifen. Tut es aber nicht interessant. Stimmt, steht dafür zu schlecht. Jetzt kommt noch ein Haufen Ghule. Stimmt, wir sind in der nächsten Runde. Hm? Versuchst dein Glück, erfolglos. Ist auf jeden Fall den, der hinter unserer Linie wegkommt. Ich weiß nicht, ob es sowas wie Backstep gibt, aber ich will den auf jeden Fall nicht hinter meiner Linie haben. Oh. Der hat sich ja gerade an seinem Kollegen wieder vollgefressen. Das ist natürlich eklig. Müssen wir doch direkt mal wieder draufhauen. Mehr können wir leider nicht. Schade. Da ist noch einer, der es versucht, erfolglos. Alright. Der ist weg. Und ja, Runde können wir da beenden. 5, 27 hier. Das kann man tatsächlich probieren. Und da bin ich getroffen. Also, dass wir, wenn wir zweimal auf jemanden schießen, dann einen Bonus bekommen, ist ein ziemlich praktischer Skill für den Bogenschützen. Stelle ich mir leider fest. Das funktioniert ziemlich gut. Der trifft leider nicht. Diese ganzen Wurfspeerdinge sind auch echt nicht effizient. Können wir uns hier auf die gute Position wieder übergeben. Das gefällt mir. Eine Flanke haben wir schon ziemlich gut gewonnen. Boah, und dem direkt auf die Rüstung. Sweet. So, hier haben wir nur ganz viele Möglichkeiten. Die wir natürlich auch alle nicht treffen. Das war ja klar. Er hat das... er hat es noch nicht, aber trifft mit 14% trotzdem noch. Oh, lass meinen Helm heile. Und du kommst noch nicht ran, musst nach vorne gehen. Also die Ghoule sind schon ganz schön fix, aber scheinen nicht besonders effektiv zu sein im Kampf. Was mir gefällt als Gegner. Könnte schlimmer sein. So, du kannst doch hier direkt. Yeah, weggeslashed und nach hinten gestoßen. Wow. Sweet, dann kannst du auch hier oben hochgehen. Und von da aus nichts dran zweifeln. Ah, doch, doch, das läuft alles ganz gut. Du kannst mal hier mit hin. Triffst aber leider nicht, schade. Du kannst hier zur Rundung ansetzen. So, der kriegt jetzt auf den Schnitt. Und der kriegt jetzt auf den Schnitt. 42. Hätte ja mal klappen können, ne? Das klappt. Und ja, das war leider der letzte Schlag, den wir haben, aber dürfte trotzdem gut wehgetan haben. Er greift mit einem Messer an. Kein Wunder, dass er nicht gerade effektiv ist. Boah, er trifft was. Krass. Hätte ich ihm gar nicht zugetraut, aber kommst du noch weiter nach vorne und du deinen Pfeil ein bisschen mehr Reichweite hast. Mit deinem Wurfspeeren. Das ist auf jeden Fall für alle unsere Schützen das holen, dass wenn ihr nicht getroffen habt, ihr danach besser trefft. Das ist echt super. Der ist wieder auferstanden. Nicht cool. Gar nicht cool. Das hatte ich mir irgendwie anders geplant. Wenn ich den mal direkt wieder tot danke. Da werden wir jetzt nicht mehr zuhauen können. Bogenschützen müssen jetzt nicht auch unbedingt noch was machen.
Und er trifft mit dem Armbrustbolzen. Das ist das Coole an dem Bolzen, wenn man geladen hat, braucht man halt nur 2 Schuss zum Schießen. Haben hier einige Level-Ups, nur ein bisschen Rüstungsschaden, glaube ich. Und hier einen Haufen Ghoul-Zähne. Will infect with a rod, but enough to chew through any bone. Might fetch some coin from Alchemist on the Marketplace. Ah, was zum Verkaufen. Bisschen Geld, bisschen, das ist natürlich cool. Reparier-Supplies, weil die sind ziemlich teuer. Eine Rüstung, die man reparieren kann. Basic Mail-Shirt, das ist wohl was wert. Besser als ein paar andere Sachen, die wir bisher haben. So, und wir dürfen wieder alle durchgehen. Aha. Nein! Oh nein, ich habe mich auf Mitnehmen geklickt. Ah, oh, ich voll Idiot. Scheiße. Das ist auch so ein Punkt, den man hier echt noch lernen muss, dass man da extra auf Mitnehmen klicken muss beim Loot. Dann hat hier doch genau da ein Helm der Schaden, genau. Das heißt, wir haben gerade unser ganzes kostbares Loot natürlich jetzt nicht mitgenommen. Au, das tut weh. Das nochmal und... Und wo hatten wir doch hier... Wobei, nee, du bist... Ja, können wir hier den Schaden gegen Rüstung nehmen? Du hast das schon, sehr gut. Aber warum hab... Ah, ich, verdammt, ich hab beim Falschen geguckt. Ich dachte mir gerade, ich wäre schon bei ihm und habe deswegen den Typen hier auf Bogen geskillt. Nix. Na, maximal Fatigue können wir mal geben. Das ist nicht schlecht. Das ist so ein Ding, von dem ich mir, super, wenn der schon unter 50% Hitpoints ist, dann bringt mir das ja eigentlich nichts, weil er ist ja schon unter 50% Hitpoints, dann reicht normalerweise ein Treffer vollkommen aus. Dann gehe ich mal auf Haltbarkeit. Armor Damage Taken Reduced, das ist ein guter Skill. So, für dich möchten wir das ja auch haben, auch wenn du nur jede zweite Runde schießt. Ich weiß nicht, ob sich das da quasi überträgt. Und dich haben wir auf Defensive geskillt. Ich denke, damit werden wir auch weitermachen, weil ich werde dich nicht bei den Dingern belassen. Ich gebe dir gleich bei nächstbester Gelegenheit auch wieder ein Speer. Von Speer ist auch doof. Wir haben 3 Bogenschützen. Das ist eigentlich ganz gut. Wir werden ihn wahrscheinlich auch auf den Nahkampf skillen irgendwann. Muss hier schon mal tauschen. Muss ein bisschen Schaden machen. Oh, bis wir zum ersten Mal getroffen werden, kriegen wir 50% unseres Charakters Initiative auf Bonus im Nahkampf- und Fernkampfverteidigung. Das klingt cool. Wir sind bei 7 und 3. Wenn wir das skillen, sind wir bei... Ah, schade, geht nicht hoch. Ich dachte, man würde das sehen. Du kriegst auf jeden Fall auch weniger Rüstungsschaden, wenn du in Rüstung steckst. Dein Helm ist gerade nicht da. Ja, ist in Ordnung. Und extra Lebenspunkte. Schwupp. Dann suchen wir mal weiter, wo wir das finden. Natürlich keine Ahnung, wo tatsächlich ich suchen muss, weil es stand wirklich nur East. Somewhere in the forest east of here. Und wir waren ja dort. Kann natürlich auch irgendwo ganz hier hinten sein. Ich bin mir nicht sicher, ob das nicht im Vertrag ist, wo ich dann sage, so, ich lasse das lieber. Also merke ich mich gerade echt darüber, dass ich da das Loot weggelassen habe. Oh, ich sehe gerade, wir spielen schon wieder eine halbe Stunde. Ja, dann muss ich für diesen Part wohl erstmal wieder aufhören. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn du weiter nach The Witch's Duke suchen bist. Oh, The Witch's Duke's Coven. The Wizard's Duke's Coven. So, aber jetzt habe ich es. Bis zum nächsten Mal, Leute. Macht's gut.